Hi Leute, mein Name ist Dennis Nies und ich zeige euch heute den Slide-Effekt in DaVinci Resolve. Der Effekt ist wirklich leicht zu erstellen und man kann ihn auch überall anwenden, sei es an Autos oder Produktvideos. So, in DaVinci Resolve angekommen, werden wir erstmal unseren Clip aussuchen, den wir haben wollen. Den ziehen wir hier in die Timeline. Bei mir ist das hier das mit der Katze, wie ich einmal auf die drauf zugehe. Jetzt müssen wir den ganzen Clip einmal kopieren und kürzen. Also in meinem Fall wäre es, ich möchte ihn recht früh hier vorne anfangen lassen. In dem Part möchte ich den Effekt einsetzen. Hier drücken wir dann nun Rechtsklick auf den Clip und Open in Fusion Page. In Fusion angekommen, mit der mittleren Maustaste kann man hier so schön unten alles verschieben. Und was wir jetzt machen müssen, ist erstmal den Media in 1 zweimal kopieren. Und fügen den zweimal hier oben ein. Was wir jetzt brauchen, noch zwei Merge Nodes. Ich mache das so, ich ziehe diesen Eingang, dann erscheint hier so ein kleiner gelber Pfeil. Den ziehe ich auf den unteren Eingang und zack, hat man eine Merge Node. Das gleiche machen wir hier oben auch mit. Man kann es auch einfach so machen, dass man hier auf den Button drückt, dann kriegt man auch eine Merge Node. Oder halt mit Shift und Leertaste kommt man hier in so ein Dropdown-Menü. Da kann man auch ganz einfach Merge eingeben. Da hat man auch seine Merge-Node. Und dann kommt die auch hierher. Gut. Also ich ziehe mir das jetzt erstmal hier so zurecht. Dann ist es so, dass wir jetzt drei Ebenen haben. Die eine Ebene ist hier unten. Das ist so gesehen unsere Background-Ebene. Das ist die mittlere Ebene. Und hier oben ist unsere Top-Ebene. So, wir wollen jetzt in der mittleren und in der Top-Ebene eine Maske erstellen. Das ist euch überlassen, wie ihr das machen wollt mit der Maske. Man kann es mit dem Polygon-Tool machen oder halt auch einfach mit dem Pen-Tool oder mit der Magic Mask. Damit werde ich es zum Beispiel jetzt machen. So, ich bringe jetzt erstmal die Magic Mask hier auf die linke Seite des Bildschirms. Das kann ich ganz einfach mit der 1 machen oder halt auch mit der 2, wenn man es auf rechte Seite bringen möchte. Ich mache das oft so, dass ich den Output auf der rechten Seite habe und das, was ich gerade bearbeite, haue ich immer auf die linke Seite. So, jetzt selektiere ich erstmal das Objekt, was ich haben möchte, in meinem Fall halt die Katze, ne? Und hier auf der rechten Seite können wir nun auf diese zwei Doppelpunkte gehen und die einmal tracken lassen. So, jetzt sind wir fertig hier mit der Maske. Können wir auch einmal, wenn wir in der Timeline hin und her scrollen, sehen wir, dass sie gut getrackt ist. Wenn mal was nicht sauber getrackt ist, dass hier mal irgendwie, ich zoome mal ein bisschen heran, dass hier noch ein bisschen mehr da ist, ist es nicht so schlimm. So, das gleiche machen wir jetzt in der mittleren Ebene auch nochmal mit der Maske. Sind wir mit der Maskierung fertig, werden wir erstmal auf der mittleren Ebene eine Transform Node, das ist eine Match Node, eine Transform Node einfügen. In der Transform Node haben wir einmal Center X. Wenn wir den verschieben, sehen wir schon, dass die Katze sich von links nach rechts bewegt. Jetzt könnte man das mit Keyframes so bearbeiten, aber es gibt noch eine leichtere Methode, indem wir einfach hier unter Edges das Ganze auf Warp stellen. Das getan, ziehen wir unsere Katze nach links raus und wir sehen, dass er auch rechts reinkommt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch mit Keyframes arbeiten. Und zwar Doppelklick auf Center, kann man das Ganze hier zurücksetzen, so mache ich das immer. Wir gehen jetzt hier zu unserem Anfang in unserer Timeline und wählen einmal den Keyframe hier aus. Nun gehen wir zum Schluss unserer Timeline, ein Frame vorwärts, sonst sieht man nichts auf der Timeline, dass da irgendwas passiert. Hier sind wir noch in dem Clip drinnen. Und verändern Center X. Nun sehen wir auch, dass das hier rot markiert ist, damit wir einen zweiten Keyframe haben. Jetzt können wir es links, rechts nach Belieben verschieben, wie wir es haben wollen. In meinem Fall stelle ich jetzt 20.5 ein. Das sah bei mir ganz gut aus. Müsst ihr einfach mal ein bisschen rumprobieren, wie es bei euch am besten aussieht. Wenn ich jetzt zu den Anfang gehe und es einfach abspielen lasse, sieht das so aus. Es sieht sehr linear aus und man erkennt die Katze noch ganz gut, also es sieht noch nicht so geil aus. Um das ein bisschen zu verbessern, gehen wir hier einmal in die Settings unserer Transform Node und machen Häkchen bei Motion Blur. Jetzt sehen wir schon, dass die Katze hier so ein bisschen Blur bekommt. Die Qualität ziehen wir rauf auf 10 und jetzt sieht es deutlich geiler aus. Um das Ganze noch ein bisschen besser zu machen, gehen wir hier oben aufs Spline. Nun öffnet sich hier unten ein Fenster und hier wählen wir unsere Transform Node aus.
Wenn ihr das noch nicht so richtig seht, könnt ihr hier einmal auf dieses Kästchen klicken, dann wird das einfach einmal vergrößert. Das ist unser Anfangspunkt, also unser Keyframe, den wir gesetzt haben am Anfang, und das ist unser Endpunkt, unser Keyframe am Ende. Hier sehen wir die Frames nämlich, die hier wie auf der Timeline haben. Und zwar ziehen wir beide Keyframes jetzt in einen Kasten und drücken hier unten, gibt es so ein paar Button. S können wir auch drücken auf der Tastatur für Smooth. Und da wird das Ganze abgeglättet. Jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Also es startet langsam, wird schneller und endet dann dementsprechend auch wieder ein bisschen langsamer. Das ist ziemlich geil. Wir können auch, wenn wir lustig sind, das noch ein bisschen verschieben. Dann haben wir einen klein wenig anderen Effekt. Das habe ich auch gemacht, dass ich das alles mehr zur Seite schiebe. So, jetzt sieht das dementsprechend so aus. Ich finde es ziemlich geil, dass es halt so schnell ist und dann ziemlich langsam wird wieder zum Schluss. Und ja, das war eigentlich schon alles in dem Effekt. So, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt oder bestimmte Effekte noch sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Like, subscribe. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.